Willkommen zu einer neuen Ausgabe bei inspiriertsein.de. Heute haben wir da das Thema blutzuckerfreundliche Ernährung. Denn ja, wenn der Blutzucker ständig zu weit oben ist, dann hat das viele nachteilige Auswirkungen auf die Gesundheit. Das Immunsystem wird dadurch geschwächt. Es können ja Ablagerungen entstehen, sogenannte AGEs. Und wenn der Blutzucker sehr schnell ansteigt, dann steigt er auch, fällt er auch kurze Zeit später wieder runter in den Keller, und das provoziert Heißhungerattacken, aber auch Stimmungsschwankungen. Und da kann man mit der Ernährung einiges tun. Und ja, da möchte ich heute mal euch ein bisschen erzählen, was ihr da machen könnt, wie ihr die Ernährung gut gestalten könnt. Hallo Angelika, vielleicht kannst du kurz deine Kamera ausstellen oder ich stelle sie hier aus. Genau. So, dass ihr nachher auch nicht hier in der Aufzeichnung mit dabei seid und dann einfach auf YouTube gestellt werdet. Aber falls ihr Fragen habt, könnt ihr jederzeit ja, die Chat-Funktion nutzen und eure Fragen dann dazu stellen. Aber bevor ich euch Tipps für die Ernährungsgestaltung gebe, wie ihr den Blutzuckerspiegel relativ stabil halten könnt und ohne ungünstige Blutzuckerspitzen gestalten könnt, möchte ich euch ein bisschen erklären, was so ein Blutzucker eigentlich, also wie der überhaupt beeinflusst wird und was das für Folgen hat, wenn der ständig zu hoch ist. Was erhöht eigentlich den Blutzucker? Das ist also der Zucker im Blut. Das ist genau genommen die Glucose. Das ist Traubenzucker in der Nahrung, die steckt zum Beispiel, also die Glucose, in Obst, in Gemüse, da kommt sie ganz natürlich drin vor, aber auch in Getreide mit anderen Stoffen, mit Vitaminen, mit Eiweiß, mit Fetten, mit Ballaststoffen. Und das ist eigentlich auch dazu, dass der Körper diese Glucose kennt, der kann die gut verstoffwechseln. Wir brauchen den Blutzucker, der ist nämlich ein Treibstofflieferant für all unsere Zellen. Problematisch ist es, wenn man wie in ein isolierter Konzentration zu uns nehmen, wir zum Beispiel dann in Haushaltszucker steckt. Da haben wir dann alle Begleitstoffe entfernt, vor allem die Ballaststoffe, die da eigentlich dazu dienen, dass der Blutzucker langsamer verstoffwechselt wird. Und ja, das ergibt dann ungünstige Blutzuckerspitzen, auf die unser Körper eigentlich gar nicht vorbereitet ist. Wir haben auch in Milch und Milchprodukten Zucker vorhanden, also die Glucose, und zwar in Form von Milchzucker und Milchzucker, auch Laktose genannt. Das ist eine Verbindung aus zwei Molekülen, ein Teil Glucose und dem einen Teil Galaktose. Und wenn wir das dann essen, wird das halt gespalten und die Glucose lässt dann halt den Blutzuckerspiegel ansteigen. Und bei der Saccharose, also dem Industriezucker, der besteht halt aus einem Teil Fructose und Glucose und wird dann ebenfalls gespalten. Aber auch beim Abbau von stärkehaltigen Produkten, wie wir sie in Hülsenfrüchten, auch in Getreide, in Wurzelgemüse, in Reis, in Mais haben, das ist Stärke, das sind ganz lange Kohlenhydratketten, da sind ganz viele Glucosemoleküle aneinandergereiht und die werden aber auch im Dünndarm dann in die einzelnen Glucoseteile gespalten, sodass auch diese den Blutzuckerspiegel ansteigen lassen. Was da viele gar nicht wissen, ist, dass Weizen, also alle Weizenprodukte, egal ob es Vollkorn oder Weißmehl ist, hat einen sehr hohen Einfluss auf den Blutzucker, weil im Weizen ist so ein bestimmtes Kohlenhydrat enthalten und ja, da kommen wir nachher nochmal dazu, und das wird leider immer ganz schnell zerlegt, fast so schnell wie einfach oder zweifach Zucker aus Zucker und Obst. Genau. Und eigentlich ist es überhaupt gar kein Problem. Einfach dient Glucose als Treibstoff für die Zellen. Also alle Zellen in unserem Körper können daraus Energie gewinnen. Also eigentlich ist Glucose dadurch ein sehr beliebter Energielieferant, weil es gibt Zellen, die können keine Fettsäuren und keine Ketonkörper verstoffwechseln in Energie. Also gerade die roten Blutkörperchen, die Nebennieren, also die im Nebennierenmark, diese Zellen sind darauf angewiesen, und auch unser Gehirn kann nur zu 75% über Ketonkörper, das ist aus Fettsäuren in der Leber umgewandelter Treibstoff sozusagen, also 75% ja, das Energiebedarf, das Gehirn kann auch darüber laufen, aber 25% muss immer über Glucose auch zur Verfügung gestellt werden. Deshalb braucht unser Körper halt auch immer eine gewisse Menge an Glucose, die wir ihm dann entweder über die Nahrung zuführen, die er aber auch bei Hungerszeiten oder bei extremen Low-Carb-Ernährungen selbst herstellen kann. Und zwar kann er zum Beispiel Fettsäuren spalten, also sogenannte
Triglyceride. Die bestehen aus drei Fettsäurenanteilen und in der Mitte ist so ein Glyceringerüst. Und die kann der Körper halt dann auch entspalten, die Fettsäuren wegmachen und hat dann nur noch dieses Glyceringerüst und das kann er dann auch umwandeln zu Glucose. Also selbst wenn wir es nicht essen würden, könnte der Körper sich da selber behelfen, weil es einfach extrem ja, wichtig ist für den Energiehaushalt. Das Problem ist nur, wenn man jetzt, sage ich mal, es gibt ja so ganz extreme Low-Carb-Diäten oder wenn man fastet und wirklich keine Glucose zu sich nimmt, dann fängt der Körper irgendwann nach langer Zeit an, auch wertvolles Muskelgewebe in Glucose abzubauen, weil er kann dann auch aus diesen Aminosäuren dann Glucose bilden. Deshalb empfehlen wir, nicht jetzt wochenlang zu fasten oder auch jetzt nicht monatelang eine extreme Low-Carb Ernährung, also mit extrem wenig Kohlenhydraten zu auszuführen, sondern wenn man sowas langfristig macht, schon drauf zu gucken, dass man 30 bis 50 Gramm Kohlenhydrat oder in Form von Glucose halt auch zu sich nimmt, also wo der Körper das halt umwandeln kann in Glucose, damit er halt nicht dann wertvolles Muskeleiweiß abbaut. Bei einem längeren Fasten jetzt von 5, also bei so einer Heilfastenkur von 5 bis 14 Tagen, ist das in der Regel kein Problem, weil es gibt ja auch diese Eiweißablagerung, die im Rahmen dann der Autophagie abgebaut werden. Und das ist dann eher gut für den Körper. Und da geht dann nun mal nicht direkt an funktionelles Muskelgewebe. Da ist der Körper ja schon ziemlich schlau. Ich zeige euch mal noch ein paar Zahlen. Und zwar verbraucht unser Körper 250 Gramm Glucose am Tag und davon allein das Gehirn circa die Hälfte. Also da sieht man mal wieder, dass Denken doch auch sehr, sehr energiebedürftig ist. Und wir hatten ja schon erwähnt, das muss man nicht alles essen, sondern auch aus Aminosäuren und Fettsäuren kann der Körper Glucose herstellen. Allerdings ist es so, dass die Energieumwandlung aus Glucose viel leichter für den Körper ist. Er braucht da weniger Sauerstoff. Und deshalb ist es so, wenn wir essen und Glucose zuführen oder zum Beispiel stärkehaltige Produkte in Glucose umgewandelt werden können, dann nimmt er, also dann stoppt er die Fettverbrennung und bevorzugt danach diese Glucose, weil es einfach einfacher geht. Und deshalb sind auch Low-Carb-Diäten oder auch intermittierendes Fasten so beliebt zur Fettverbrennung und zur Gewichtsabnahme, weil wir da einfach diese Pausen haben, dass der Körper mal wirklich wieder selbstständig die Energie gewinnen muss und dann geht er halt erst an die Fettreserven und solange wir halt Glucose über die Nahrung zuführen, ist das ein bisschen schwierig. 30 bis 50 Gramm am Tag sollte man eigentlich mindestens zu sich führen, damit man vom Muskelabbau geschützt ist. Und alles, was überschüssig ist, also wenn der Körper, der hat halt Glykogenspeicher, die sind vor allem in den Muskel- und in den Leberzellen. Und je nach Trainingszustand, nach Körpergröße und Gewicht sind das so 200 bis 400 Gramm oder ungefähr 400 Gramm Glucose, die der Körper dann in seinen Speichern, das nennt man dann Glykogenspeichern, einlagern kann. Die er dann immer, wenn man jetzt zum Beispiel auch intermittierend fastet, also 12, 16, 18, 20 Stunden nichts isst, dann holt er zuerst, wenn er Energie braucht, aus diesen Glykogenspeichern die Glucose, wandelt er dann, setzt er wieder frei und deckt darüber auch seinen Energiebedarf. Allerdings sind diese Speicher relativ begrenzt mit 300 bis 500 Gramm und wenn die voll sind, dann wird Glucose auch in Fettsäuren umgewandelt, weil zu hohe Blutzuckerwerte, die sind lebensgefährlich. Also wenn man kann sogar an einem Blutzuckerschock sterben und deshalb, wenn jetzt, sage ich mal, die Muskelzellen voll sind und auch die restlichen Zellen sagen, nee, wir brauchen keine Energie mehr, also wir haben genug eingelagert, dann ist es halt so, dass auch Glucose, also Zucker, Traubenzucker in Fett umgewandelt wird und dann halt auch dick machen kann. Das ist halt, man sagt ja immer, Fett macht Fett, das stimmt gar nicht. Es kommt halt immer drauf an, welche Fette und bei Kohlenhydrate, die können sehr wohl auch dick machen, wenn sie über Bedarf gegessen werden und man sich zu wenig bewegt, weil die Muskeln geben ihre eingelagerten Vorräte an Glucose nur frei durch Bewegung, also nur durch Aktivität. Und heute ist es ja leider so, wir essen sehr kohlenhydratlastig, also eigentlich in jeder Mahlzeit gibt es Brot, Nudeln, Reis, Kartoffeln oder dann noch halt natürlich Süßigkeiten, Limonaden, gesüßten Kaffee. Und gleichzeitig bewegen wir uns aber viel weniger als noch vor vielleicht 50 Jahren, als jeder noch seinen eigenen Garten bestellt hat und noch viel mehr in der Arbeitswelt körperliche Aktivität gefragt ist.
wurde. Und deshalb ist es so, dass bei vielen von uns die Glykogenspeicher eigentlich immer relativ gut gefüllt sind und schon kleinere Mengen an Kohlenhydraten dann halt auch in Fette umgewandelt werden, sodass Menschen auch zunehmen, obwohl sie gar nicht so viel essen. Gesunde Blutzuckerwerte belaufen sich so, also man unterscheidet das nüchtern, wenn man aufwacht, sollten die zwischen 60 Milligramm pro Deziliter bis 100 Milligramm pro Deziliter liegen. Wenn man gegessen hat oder wenn man isst, dann können die schon steigen auf 140 und als pathologisch, also krankhaft, gelten Blutzuckerwerte von 180 und mehr. Und man kann den Blutzucker messen mit normalen Geräten, die man zu Hause, ich hatte mal so eins, wo man sich in den Fingern gestochen hat, ganz normal, die dann auch Diabetiker benutzen und habe da einfach mal überprüft, welche Nahrungsmittel bei mir zu welchem Blutzuckeranstieg führen. Solche Geräte haben immer ein bisschen Abweichungen, die sind also jetzt nicht ganz so genau wie eine Untersuchung beim Arzt, aber wenn man ja immer dasselbe Gerät benutzt, dann kann man ja schon sehen, auf welche Nahrungsmittel man reagiert oder ob man nüchtern ja, ein gesundes Blutzucker hat, weil morgens soll der natürlich niedriger sein, über Nacht hat der Körper ja nichts gegessen und ja, genau. Und man kann durch die Ermittlung des HbA1c-Wertes, das ist sozusagen das Blutzuckergedächtnis, da kann man nachgucken, wie in den letzten 6 bis 12 Wochen sich der Blutzucker verhalten hat. Und so kann man auch nicht beim Arzt schummeln und sagen, ah, ich esse ja eigentlich ganz gesund und isst dann doch nur Zucker, weil der kann das danach wirklich kontrollieren, ja, wie der Blutzucker sich in dem Verlauf der letzten Wochen verhalten hat. Es gibt auch noch einen oralen Glukosetest und ja, der ist aber eigentlich mehr für die Menschen, die schauen wollen, ob sie eine Insulinresistenz haben, also eine Gefahr für einen Diabetes vorliegt. Da nimmt man eine gewisse Menge an Traubenzuckerlösungen zu sich und guckt, wie schnell der verstoffwechselt wird, was ja auch dann sehr mit ja, der Insulinsensibilität der Zellen zu tun hat. Und was viele ja gar nicht wissen, bevor sich so ein Diabetes entwickelt, gibt es ja erst mal 20, 30, manchmal sogar 40 Jahre zuvor einen Überschuss an Insulin, weil wenn die Zellen voll sind mit Glukose, also keine Energie mehr brauchen, weil wir uns zu wenig bewegen und zu ungünstig ernähren, dann, also der Zucker aus dem Blut, der kann nicht einfach in die Zellen rein, sondern der braucht sozusagen ein Taxi, einen Transporter. Und das macht das Hormon Insulin aus der Bauchspeicheldrüse. Und also es wird dann gebildet, wenn der Blutzucker steigt, dann werden also Messfühler registrieren das an den Blutgefäßen und signalisieren dann im Gehirn, ah, der Blutzucker steigt über das normale Maß. Wir brauchen jetzt also mehr Insulin, damit wir es dann in die Zellen bringen können, damit der Blutzucker wieder auf einem gesunden Niveau ist. Und wenn jetzt die Zellen aber voll sind und keine Energie mehr brauchen, dann kann man zwar klingeln, aber also dann klingelt das Insulin und sagt, hier, ich hätte noch ein bisschen Glukose für euch. Und die Zellen sagen, oh nee, ich bin eigentlich schon, also wir haben keinen Bedarf. Und es braucht dann immer mehr Druck und immer mehr Druck, also immer mehr Insulin und immer mehr Insulin, bis dann überhaupt noch Glukose vom Blut in die Zellen transportiert werden kann. Und solange die Bauchspeicheldrüse Insulin produzieren kann, gleicht die das eigentlich erstmal aus, indem sie dann mehr Insulin produziert als bei einem Menschen, dessen ja, Zellen einen guten Bedarf an Energie haben. Also man kann da unterscheiden zwischen einem gesunden, insulinsensitiven Menschen und Menschen, die schon eine leichte Insulinresistenz haben, also nicht mehr so gut auf Insulin anspringen. Wenn man dieselbe Mahlzeit isst, also zum Beispiel, ich sage jetzt mal eine Portion Spaghetti, und dann kann das bei einem insulinsensitiven, gesunden Menschen vielleicht nur die einfache Menge an Insulin benötigen und bei dem, der insulinresistent ist, die 7- bis 10-fache Menge an Insulin. Und das sind Sachen, die laufen in der Regel unentdeckt ab und so, weil so lange ist der Blutzucker immer noch in einem gesunden Maß, weil der Arzt misst ja in der Regel immer nur den Blutzucker und erst wenn die Bauchspeicheldrüse durch diese ständige Überproduktion irgendwann nach Jahren, Jahrzehnten erschöpft ist, stellt sie dann die Produktion immer mehr ein und dann haben wir diesen Diabetes, wo dann auch kein Insulin mehr produziert wird. Und deshalb weil daran sieht man halt auch diese Wichtigkeit an einem ausgewogenen Level am Blutzucker. Das ist so wichtig, dass eher eine 7- bis 10-fach erhöhte Menge an Insulin rausgeschickt wird, weil dieser Blutzucker muss sich in diesen engen Grenzen bewegen, weil es kann auch ein zu niedriger Blutzucker tödlich enden, aber auch ein zu hoher. Und ja, und da legt der Körper extrem viel Wert drauf. Und deshalb fühlen wir uns halt auch bei einem niedrigen Blutzucker so
unterhalb von 70 Milligramm pro Deziliter werden wir zittrig, unruhig, bekommen vielleicht Konzentrationsprobleme, Kopfschmerzen oder fühlen uns müde, sind gereizt und bekommen Hunger. Und in der Regel natürlich Hunger auf diese Sachen, die ja schnell wieder Glukose liefern, also Süßigkeiten, Teigwaren, weil alles, was jetzt aus Weizenmehl oder Weißmehl, auch wenn es Dinkelweißmehl ist oder Roggen im Mischbrot, das wird sehr, sehr schnell in Glukose umgewandelt und bringt dann dadurch auch wieder schnell den Blutzucker in ein gesundes Maß. Und das Problem ist halt, dass unser Körper solche isolierten zuckerhaltigen Produkte, jetzt Süßigkeiten, aber auch Teigwaren aus Weißmehl und Weizen, vor allem dieser übergezüchtete, der viel von diesem Amylopektin A beinhaltet. Also es ist so ein Kohlenhydrat, das extrem schnell in einzelne Glukosemoleküle im Darm gespalten wird, anders als bei jedem anderen Getreide. Und das kennt unser Körper eigentlich noch gar nicht so lange, erst durch die Landwirtschaft und ich hatte da noch mal ein paar Zahlen rausgeschrieben. Ich glaube, in den letzten 30 oder 50 Jahren ist der Zuckerkonsum, also nur der Haushaltszucker, dieses weiße Pulver, ist um fast 50% gestiegen. Und ach, die Teigwaren aus hellem Mehl, also das ist ach, erst so seit 70er, 80er Jahren so stark, wie es heute verbreitet ist. Und sogar Obstsorten werden oder auch Gemüsesorten werden ja darauf gezüchtet, dass sie immer süßer schmecken. Und da hat mal, ich glaube, die Rohkostärztin Barbara Miller aus Berlin hat mal so einen Vergleich gebracht. Früher hat ein Bio-Apfel 3 bis 4 Gramm Zucker gehabt und heute hat er sogar bis zur vierfachen Menge, also 15 bis 20 Gramm Zucker sind heute in einem überzüchteten Apfel drin. Das ist halt auch mal wichtig, dass wir uns da noch mal vergegenwärtigen, dass man da besser halt auch Obst und Gemüse aus altem Saatgut nutzen, dass wir schauen, dass es nicht Hybridzüchtungen sind, also wo auch die Kerne weggezüchtet werden. Also das ist dann eigentlich Obst, das ich mir selber fortpflanzen kann. Und das ist in der Regel viel verzuckerter als ja, andere noch ursprünglichere Sorten oder Wildobst. Genau. Dann kommen wir mal dazu, was also passiert, wenn wir jetzt was essen, was so unnatürlich schnell ins Blut schießt. Man kann sagen, dass halt alles Zuckerhaltige oder Stärkehaltige, also auch polierter Reis, Pommes, Nudeln, Pizza, Donuts, Kuchen, Kekse, alles das schießt halt ungewöhnlich schnell, also die Glukose geht ungewöhnlich schnell ins Blut. Darauf ist unser Körper nicht ausgelegt. Es entstehen also Blutzuckerspitzen, die der Körper eigentlich gar nicht kennt. Und das ist natürlich Stress für ihn, weil wenn sie zu hoch werden, also wenn der Blutzuckergehalt zu hoch wird, dann könnte es einen Blutzuckerschock geben, der sogar tödlich enden kann. Also kommt das Signal hier, Bauchspeicheldrüse, produziere Insulin. Und weil es wirklich eine Stresssituation ist und der Körper gar nicht richtig einschätzen kann, wie viel Insulin er braucht, geht er über das Maß hinaus, produziert zu viel Insulin. Und das heißt also, nach diesem kurzen Energiekick, den ja viele auch kennen, also ich kenne das als ehemaliger Zuckerjunkie sehr gut, fällt danach ganz schnell diese steile Kurve wieder runter. Der Blutzucker fällt unter ein gesundes Niveau und man fühlt sich ganz schnell wieder niedergeschlagen, deprimiert, gereizt, die Konzentration lässt nach und dann haben wir so einen Teufelskreis, weil natürlich will der Körper ganz schnell dann wieder irgendwas, was den Blutzuckerspiegel ansteigen lässt und dann ist man sehr leicht versucht, dann zum nächsten Schokoriegel zu greifen oder zu einer Tasse Milchkaffee mit Zucker und da haben wir dann dasselbe Spiel dann gleich schon wieder. Ich habe euch auch mal eine Folie rausgesucht. Jetzt finde ich die natürlich gerade nicht, aber ich gucke mal hier nochmal. Im Moment, dann öffne mal das anders. Und zwar war das bei den Zahlen. Da hat jemand ein ganz schönes Bild rausgesucht, wie stark welche Nahrung ja, den Blutzucker beeinträchtigt. Oder wie schon, ah, da haben wir es hier genau. Ich glaube, wenn ich jetzt hier drauf drücke, müssen wir mal gucken. Genau, jetzt öffnet sich das für euch auch. Und zwar der Dr. Bruker. Das ist ja dieser Vollwertarzt, der halt praktisch die Erfahrung gemacht hat, dass er seine Patienten und Klienten heilen konnte, indem sie einfach den Zucker weggelassen haben und statt Weißmehlprodukte Vollkornprodukte allerdings frisch gemahlen gegessen haben. Und hier seht ihr auf diesem Schaubild, da haben wir
auf der unteren Achse, auf der X-Achse die Anzahl an Minuten und oben den Blutzuckerspiegel. Und zwar hat man da immer geguckt, wie verändert sich der Blutzucker, nachdem man was gegessen hat. Die obere Linie, das könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken, die rot gestrichelte, die sehr weiten Ausschlag nach oben macht und schon nach kurzer Zeit, das sind halt Süßigkeiten nach zuckerhaltigem Produkt. Das heißt also, ihr seht da, der Blutzuckerspiegel steigt schon innerhalb von 30 bis 60 Minuten nach der Mahlzeit extrem an, um dann, wie ihr auch sehen könnt, unter ein gesundes Niveau, also unter 70 bis 60, das ist schon extrem wenig, da fühlen sich die meisten Leute wirklich schon unwohl, fällt er wieder runter. Und die blaue Linie, die in der Mitte ist, die auch so ein bisschen noch gepunktet ist, das ist aus Weißmehl, also aus Weizenmehl. Da sieht man, es ist zwar schon deutlich niedriger als Zucker, aber immer noch höher als die grüne durchgezogene Linie. Das ist die unterste Linie, die nach einer vollwertigen Mahlzeit entsteht. Oder das, glaube ich, sogar Vollkornprodukte. Wenn man jetzt sogar Gemüse essen würde, wäre die grüne Linie noch deutlich niedriger. Also haben auch Weizen, und damals war der Weizen noch nicht so überzüchtet, wie er heute ist. Heute können wir leider davon ausgehen, dass es doch noch extremer ist, wenn wir Weizenmehlprodukte wie jetzt zum Beispiel Weizennudeln oder eine Pizza oder auch ein normales Brot essen. Wenn dann da noch Nutella draufkommt, das ist sehr ungünstig. Also als Folge 1 haben wir schon mal, wir werden also von diesen extremen Blutzuckerschwankungen füttern wir praktisch unser Zuckermonster, also die Zuckersucht wird angetriggert. Ihr könnt ja auch mal, da habe ich auch ausführlich schon mal ein Webinar drüber gemacht, über Zuckersucht, das blende ich euch oben auch mal in der Infobox ein. Und es macht müde, es macht launisch, es macht Konzentrationsprobleme. Also solche ständigen Auf- und Abs im Blutzucker sind wirklich, nicht so gut. Ein weiterer Nachteil, den wir haben, wenn wir einen hohen Blutzucker, also wenn der Blutzucker über längere Zeiträume sehr hoch ist, dann bilden sich sogenannte AGEs. Das sind sogenannte verzuckerte Eiweiße, können auch mit Fetten verzuckern. Und zwar lagert sich dann praktisch das Protein, vergeht dann eine Verbindung mit dem Zucker ein und das lagert sich dann an den Blutgefäßen ab. Es bildet dann also die Arteriosklerose, diese Plaques, die Durchblutung wird schlechter. Es kann sich hinter den Augen ablagern, man kann grauen Star davon bekommen. Es verhärtet auch die Kollagenfaser und ist damit ein entscheidender Faktor für Faltenbildung. Also wenn jetzt jemand wirklich extremer Zuckerjunkie ist, sein Leben lang und ein anderer sich sehr gesund ernährt, dann sieht man das so ab 40, 50, sieht man das dann schon, dass sich dann bei dem einen die Falten mehr bilden und der andere sich einfach jünger frisch hält. Also hohe Blutzuckerwerte sind so mit einer der größten Trigger für beschleunigtes Altern. Also wer da sich was Gutes tun möchte, achtet einfach darauf, dass er Blutzuckerspitzen vor allem über einen längeren Zeitraum vermeidet. Es gibt aber noch einen weiteren Nachteil. Das hat ein Arzt in den 50er Jahren in Amerika herausgefunden. Dr. Sander heißt der. Und zwar, wenn wir halt Sachen essen, die den Blutzuckerspiegel übernatürlich ansteigen lassen, dann fällt er, wie wir eben schon gesehen haben, durch die Überproduktion an Insulin ja auch kurze Zeit später wieder übermäßig runter und das schwächt auch das Immunsystem. Also immer wenn der Blutzuckerspiegel unter, so, man sagt so ab 70, ab 70 Milligramm pro Deziliter fällt, ist unser Immunabwehr geschwächt. Also unser Körper kann sich dann einfach schlechter verteidigen, wenn Bakterien und Viren eindringen. Dieser Arzt hat das sogar bei Kinderlähmung festgestellt, also dass Kinder wirklich geschützter waren gegen Kinderlähmung und auch andere parasitäre Erkrankungen, wenn sie sich vollwertig ernährt haben und Blutzuckerspitzen gemieden haben. Also gerade jetzt, wer vielleicht Angst hat in Zeiten von Corona oder so, da wäre soll eine Ernährung auch aus dieser Hinsicht wirklich sehr, sehr wertvoll. Ich gebe euch nochmal hier den Bildschirm frei. Es gibt noch einen weiteren Nachteil. Ich guck nochmal hier zurück zur Präsentation. Und zwar, genau, also ich habe eben, glaube ich, schon mal kurz erwähnt, vielleicht betone ich das nochmal mehr, essen wir auf der einen Seite viel zu viel Sachen, die Glucose liefern. Und zwar also ständig essen wir Süßigkeiten, Weißmehlprodukte, hat man eben ja schon erwähnt. Also ich glaube, heute essen wir im Schnitt
20 Teelöffel Zucker pro Tag und die WHO sagt, man sollte maximal 6 bis 12 Teelöffel am Tag essen. Also wir essen mehr als das Doppelte. Und manch einer isst ja wahrscheinlich normal, aber zu meiner Zuckersuchtzeit, wo ich dann 2 Tafeln Schokolade und dann vielleicht noch eine Packung Kekse und noch eine Portion Nudeln gegessen habe, da war ich definitiv weit noch über diesen 24 Teelöffeln. Also sowas geht sehr schnell. Aber wir essen nicht nur zu viel Glucose, sondern halt auch in falscher Form, dass es einfach eine Peitsche ist für diesen Blutzuckerspiegel. Und dann hatten wir ja schon die ersten 2 Probleme angesprochen. Und ein Problem hatte ich eben auch schon kurz erwähnt, und zwar, dass wenn der Blutzuckerspiegel über Gebühr ansteigt, muss auch über Gebühr Insulin produziert werden. Und dadurch stumpfen dann irgendwann die Zellmembranen ab auf dieses Hormon Insulin, haben dann die Insulinresistenz, die dann langfristig in den Diabetes endet. Und Diabetes hat auch wirklich ja, gravierende Folgeschäden, zieht das nach sich, wie zum Beispiel Nierenversagen, Alzheimer wird damit in Verbindung gebracht. 8 Krebserkrankungen können weil Insulin fördert halt den Zellwachstum. Und eine Insulinresistenz ist eigentlich so, wenn jemand gerne abnehmen möchte und weiß nicht, woran es liegt, weil er einfach nicht so viel isst, dann kann man davon ausgehen, dass er eine Insulinresistenz hat. Und weil sobald Insulin über ein gewisses Niveau im Blut vorhanden ist, wird die Fettverbrennung komplett eingestellt. Auch da, ich verlinke euch da mal auch nochmal das Webinar zur Hyperinsulinämie und Insulinresistenz. Da könnt ihr nochmal etliches nachlesen und oder nachhören. Das ist auch ein Artikel, glaube ich, verlinkt. Weil Insulinresistenz ist somit einer der, wie chronischer Stress eigentlich mit einer der Hauptübeltäter in der heutigen Zeit für die verschiedensten Erkrankungen, was aber oft im Verborgenen sehr, sehr lange abläuft und was aber auch sehr gut und sehr schnell wieder rückgängig zu machen ist, wenn man weiß, wie. Dann hat man eben schon, dass auch AGEs gebildet werden, also diese Advanced Glycation End Products, die halt die Alterung begünstigen, also uns vorzeitig Falten bringen, aber auch vor allem die Blutgefäße schädigen, was natürlich sehr nachteilig ist. Und der Blutdruck steigt dann. Hier habe ich nochmal alles aufgeschrieben, was AGEs machen. Ihr könnt diese Informationen auch zu vielen Teilen auf unserer Internetseite nachlesen, haben wir einige Artikel dazu, auch AGEs und Blutzucker. Aber in unserem 6-wöchigen Online-Ernährungsprogramm ist auch unter der Woche, ich glaube, 2, haben wir Kohlenhydrate. Und da ist all das, was ich euch jetzt heute hier erzähle, nochmal wirklich aufbereitet. Nicht nur mit diesen Blutzuckerschwankungen, sondern auch ganz allgemein zum Thema Kohlenhydrate. Und falls ihr euch dafür interessiert, könnt ihr es da nochmal in Ruhe dann nachlesen. Dann ein weiterer Faktor, ständig zu viel Glucose macht dick und krank, weil wir haben ja eben, habe ich ja schon erwähnt, also unsere Glykogenspeicher, wo überschüssige Glucose eingelagert werden kann, die sind recht begrenzt. Und wenn wir uns nicht viel bewegen und noch ständig Kohlenhydrate essen, dann sind diese schnell belegt, die Speicher sind voll und dann wird jeder Bissen, den wir zu viel zuführen, in Fettsäuren umgewandelt und dann auch in Fettdepots eingelagert. Der Nachteil an diesem Fett ist, dass es sich sehr gerne um die Bauchorgane ablagert und das nennt man sozusagen das böse viszerale aktive Fett, das ständig Fettsäuren ins Blut abgibt, die dann auch nochmal die Entzündungswerte hochbringen und die uns einfach auch ja, schnell krank machen können. Und genau, das ist halt dann auch noch ein Grund, warum es sich lohnt. Immunsystem hat man auch schon angesprochen. Also es sind einfach nochmal die 5 Punkte zusammengefasst. Also die Fahrten auf der Blutzuckerachterbahn, so habe ich das mal genannt, die machen launisch, müde, wecken den Heißhunger und triggern die Zuckersucht, erhöhen das Risiko für Insulinresistenz und Diabetes. Sie schädigen die Blutgefäße und fördern den Alterungsprozess. Zu viel Glucose macht dick und krank und es schwächt das Immunsystem. Und dann kommen wir zu dem Punkt, der euch wahrscheinlich heute auch am meisten interessiert. Wie kann man die Ernährung blutzuckerfreundlich gestalten? Und da gibt es mal einen guten Anhaltspunkt. Und zwar gibt es da muss ich hier nochmal das teilen, kann man Lebensmittel einteilen in sozusagen in die glykämische Last und glykämischen Index. Habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und zwar hat da jemand sich schon mal die Mühe gemacht, den Zuckergehalt von Nahrungsmitteln analysiert und hat das dann in dem glykämischen Index festgehalten. Und je höher der Index,
umso mehr Zucker oder na, bestimmt der ganze glykämische Index sagt, wie leicht geht der in Nahrungsmitteln enthaltene Zucker ins Blut über. Und je höher dieser Wert, umso schneller schießt der Zucker aus dem Nahrungsmittel ins Blut. Umso leichter kann das assimiliert aufgenommen werden. Und die glykämische Last schließt dann eine Lücke, weil der glykämische Index, der berücksichtigt nicht, wie viel Zucker in den Lebensmitteln enthalten ist. Und so kann er zu sehr irreführenden Aussagen kommen. Zum Beispiel haben Möhren und weichgekocht und Toastbrot denselben glykämischen Index. Aber, also da denkt man ja, jetzt kann ich ja Toastbrot oder Möhren essen, das macht ja dann nichts. Nee, Möhren haben einen viel geringeren Zuckeranteil, sodass ich nur 100 Gramm Toastbrot essen kann, um denselben Blutzuckeranstieg zu bekommen wie nach 800 Gramm Möhren. Also das macht dann schon einen Unterschied. Und auch die Zubereitung spielt eine Rolle, wie schnell der Zucker aus dem Nahrungsmittel ins Blut kommt. Also wenn ich zum Beispiel ein Stück Obst esse mit seinen Ballaststoffen, mit seinen Faserstoffen, mit allem im Verbund und das Kaue, dann geht das natürlich langsamer, als ist es einfach nur noch der Saft und die ganzen Faserstoffe sind schon weg. Oder wenn ich Kartoffeln nehme, fest gekocht, ist halt die Stärke da drin schwerer verdaulich, als wenn ich jetzt mir ein Kartoffelpüree mache. Aber zu den Kombinationen Zubereitung kommen wir nachher nochmal. Ich wollte jetzt erst nochmal zur glykämischen Last und zum glykämischen Index. Also da gibt es auch Tabellen dazu. Ich habe in meinem Zuckerbuch Raus aus der Zuckerfalle, hier haben wir es, genau, habe ich hier mal die Tabelle rausgesucht. Und zwar haben wir hier den Index und hier die Last und da steht auch, bis welche Werte gut sind. Beim Index sagt man, beim Nahrungsmittel bis 55 kann man es ruhig essen und bei der glykämischen Last bis 10. Dann gibt es noch mittlere und noch hohe Werte, die man dann meiden sollte. Und wenn die beiden Werte abweichen, also Index und Last, dann ist der Last, also der glykämische Last, ist dann ausschlaggebender, weil dieser halt auch berücksichtigt, wie viel Zucker in einem Nahrungsmittel steckt. Also Glucose meine ich da mit dem Traubenzucker. Und zwar seht ihr hier schon, also bei Gemüse, gehen wir mal die Nahrungsmittelgruppen durch. Gemüse ist extrem, also lässt extrem wenig den Blutzucker ansteigen, egal, vor allem natürlich, also am allergeringsten sind grünes Gemüse und Salate, aber auch Tomaten, Spargel, Spinat, Pilze, Zucchini, Zwiebel, Knoblauch, also alles extrem wenig, ich muss mich mal da gerade ein bisschen mehr verschieben, damit ihr hier besser sehen könnt. Dann, aber egal, welches Gemüse ihr habt, jetzt ist es hier gerade versprungen, da kommt es wieder, ach, Linsen, Erbsen, Bohnen, sogar Möhren und hier seht ihr schon, bei gekochten Möhren ist der Index in einem Bereich, der eigentlich sagt, oh, das ist schon viel zu hoch, aber die Last ist immer noch absolut in Ordnung, weil einfach Möhren nicht so viel Zucker enthalten. Man isst ja kein Kilo Möhren auf einmal. Also von daher, hier ist die Last, sogar Kürbis ist in Ordnung, weil manchmal hört man ja auch, gerade jetzt zum Beispiel bei Obst, da sehen wir es auch gleich, Beerenobst hat halt den geringsten Zuckergehalt, deshalb ist auch sehr gut, aber man hört oft, oh, Melonen sind ganz gefährlich. Ja, das ist, wenn man nur nach dem Index geht. Der Zucker ist ganz schnell aufnehmbar, aber wir haben bei einer Wassermelone, ich glaube, die besteht zu 95% und mehr aus Wasser und da ist also kaum Zucker vorhanden. Also bei Obst würde ich mir da weniger Gedanken machen, vielleicht bei Trauben, Honigmelonen, Bananen und Trockenfrüchten. Also es ist definitiv ein Unterschied, ob ich frisches Obst habe oder dehydriertes Trockenobst, wo der ganze Wassergehalt ja schon raus ist. Und da sind natürlich auch wasserlösliche Mineralien und Vitamine mit draußen. Und das geht natürlich deutlich schneller. Und was ich eben schon mal angedeutet habe, Hybridobst. Also wo zum Beispiel kernlose Trauben, kernlose Melonen, das ist somit das Ungünstigste, was man essen kann, auch im Hinblick auf den Blutzuckeranstieg. Bei Brot und Backwaren sieht es leider ziemlich erschreckend traurig aus. Da haben wir also, gibt es von der glykämischen Last nichts, was man bedenkenlos empfehlen kann. Da gibt es nur Pumpernickel und Vollkornbrot, was im mittleren Bereich ist. Aber alles, was Weizen enthält, sogar mit
Vollkorn ist bedenklich, weil, wie wir eben ja schon mal gesagt haben, Weizen enthält ein langkettiges Kohlenhydrat, das extrem schnell in Glucose gespalten wird. Und gerade dieser überzüchtete Weizen, den wir heute eigentlich in der Regel überall bekommen. Also wenn ihr euren Blutzucker was Gutes machen wollt, verzichtet vielleicht Weizen, ja, oder streicht Weizen einfach oder Weizenprodukte komplett aus eurer Ernährung, auch wenn es schwerfällt. Es ist nur eine Umgewöhnung. Man kann auch auf Dinkel zurückgreifen. Man kann sich auch ein selber gemachtes Brot machen aus Haferflocken, Leinsamen, das extrem ja, kohlenhydratarm ist sozusagen, mit Mandelmehl und wer Eier isst, auch mit Eiern. Und da kann man dann doch etliches an Glucose einsparen. Natürlich ganz besonders bedenklich an Backwaren sind Croissants, ne, Brezeln, Kekse, Kuchen, seht ihr ja schon, das ist natürlich gar nichts. Was viele gar nicht so auf dem Schirm haben, auch glutenfreie Produkte, die auf der Basis von Weizen, also auf Maismehl oder Reismehl gewonnen werden, sind eigentlich Stärke, also reine Stärkeprodukte, die extrem viel Glucose haben und dann auch den Blutzuckerspiegel extrem stark ansteigen lassen. Deshalb sind auch Glasnudeln oder auch Maisbrote, also alle glutenfreien Ersatzprodukte eigentlich von diesem Aspekt her nicht so günstig zu beurteilen. Vollkornnudeln, ja, also bei Vollkornprodukten allgemein, die haben halt den Vorteil, dass sie halt noch viele Ballaststoffe haben, noch viele Fettsäuren und deshalb auch wird die Glucose dann langsamer verstoffwechselt. Das ist schon so. Aber sie haben halt auch den Nachteil, dass sie schnell ranzig werden durch den fetthaltigen Anteil, den alle Vollkornprodukte noch haben. Reagieren die halt schnell mit Luft und mit Sonne und das wird halt schnell ranzig und das ist sehr, sehr ungünstig. Das ist dann auch nochmal ein Faktor, der unsere Blutgefäße schädigt, die Zellmembran und uns auch vorzeitig altern lässt. Und deshalb, wenn Vollkorn, sollte man es eigentlich nur frisch gemahlen essen. Also wenn ich mir selber Sachen mit einer Getreidemühle backen kann, dann ist das natürlich günstig. Oder bei einem Bäcker, der das gerade gestern erst gebacken hat, also das Mehl erst dann gemahlen hat und dort draus das Brot zubereitet hat und ich kaufe mir es am nächsten Tag, das ist alles besser. Ansonsten kann ich euch nur mal empfehlen, eine brotfreie Zeit einzulegen oder halt auch wirklich mal diese Ersatzbrote zu machen. Ich zeige euch da auch mal ein Rezept. Wo haben wir das? Das hatte ich euch auch rausgesucht. Und zwar hat der Jens mal eine Zeit lang dieses Rezept für, ja, also aus dem Flohsamenbrot. Er hat es mit Haferflocken damals gemacht. Hier haben wir das Rezept auch stehen. Ich glaube, ich muss das hier mal an. Ah ja, genau, so habe ich das kleiner. Und zwar ein Teil Hafer, zwei Teile Haferflocken, ein Teil glutenfreies Mehl. Da kann man dann auch Quinoa nehmen, dass ihr danach viel besser ist, jetzt zum Beispiel als Mais- oder Reismehl. Man kann aber auch aus Buchweizen Mehl machen. Dann Nüsse oder Ölsaaten, schwarzer Sesam, Leinsamen, Hanfsamen sind sehr lecker auch in so einem Brot. Ein bisschen Chiasamen und Flohsamen zum Binden als Eiersatz. Und wer Eier essen mag im Brot, der kann natürlich auch Eier zum Binden nehmen und Gewürze nach Belieben. Und das war wirklich sehr lecker. Das hatten wir von unserer damaligen Nachbarin empfohlen bekommen. Hat er jetzt uns eine Zeit lang gebacken und das war wirklich eine gute Alternative. Man kann aber auch mit Rohkostcrackern Brote machen. Also es ist wirklich eigentlich, der Deutsche ist so gewöhnt ans Brot und gerade darüber liefern wir so viel Glucose, sodass man da eigentlich viel einsparen kann, wenn man sich da ein bisschen entwöhnt oder vielleicht auch nicht jeden Tag immer Brot oder nicht zum Frühstück und zum Abendessen macht. Wir haben eine Frage von der Petra, ist Porridge Overnight Oats gut beziehungsweise in Ordnung? Also Haferflocken werden zwar auch in Glucose gespalten und können schon auch den Blutzuckerspiegel triggern, aber wenn du sie dann vielleicht noch mit Fetten kombinierst, also Glucose mit Fetten kombiniert, sorgen immer dafür, dass die Glucose langsamer verstoffwechselt wird und dann langsamer ins Blut geht. Und man isst ja vielleicht auch nicht so riesige Mengen und von daher, also für uns sind Haferflocken absolut in Ordnung. Man könnte mal schauen, ob man die wirklich als erste Mahlzeit am Tag nimmt und wenn man ein Blutzuckermessgerät hat, kann man auch schauen, wie man individuell auf Nahrungsmittel reagiert. Ich würde dir zum Frühstück vielleicht nicht unbedingt einen Haferporridge empfehlen. Da habe ich euch aber auch noch Frühstücksideen vorbereitet, da kommen wir auch noch gleich dazu. Und ich gehe nochmal hier zu der
Tabelle erst noch ganz kurz nochmal zur glykämischen Last und zum glykämischen Index, damit wir da nochmal schauen können. Zum Beispiel alle Tierprodukte sind in der Regel unbedenklich von der glykämischen Last, also Fleisch. Bei Wurst muss man wohl ein bisschen aufpassen, ob da Zucker zugesetzt wird. Ich als Vegetarier, schon Langzeit-Vegetarier, kann euch dazu gar nichts eigentlich sagen. Aber in der Regel habe also auch Fleisch, Eier, kann man alles aus blutzuckertechnischen Gründen ja, in der Regel bedenkenlos zugreifen. Bei Joghurt und Milchprodukten sollte man natürlich darauf achten, dass sie nicht gezuckert sind. Ich denke, das ergibt sich von alleine. Bei Getränken ist bei Alkohol und Säft, also Säfte würde ich jetzt doch aus diesem Aspekt nicht empfehlen, weil ja dann die Faserstoffe, die Ballaststoffe fehlen. Und ansonsten bei Süßigkeiten, Müsli, hier seht ihr schon bei Haferflocken, Petra, du hattest ja gefragt, die haben hier zum Beispiel eine glykämische Last von 27, also schon relativ hoch. Aber vielleicht, wie gesagt, kann man das gut strecken mit noch einem hochwertigen Fettanteil, sodass das dann einfach langsamer verstoffwechselt wird. Genau, dann kann man hier das wieder freimachen. Was ihr noch beachten könnt, was ich ja schon gerade angesprochen habe, also eine den Schuss der Glukose ins Blut zu verlangsamen, ist eine Kombination mit Ballaststoffen immer sinnvoll. Also dieses Vollwertigkeitsthema spielt da eine Rolle. Also lieber in Vollkorn oder in Vollkornreis und Vollkorngetreide anstatt das Auszugsmehl. Wobei die Einschränkung ist, Vollkorn hat andere Nachteile, es wird schnell ranzig. Aber man kann auch Kohlenhydrate sehr gut mit Fetten kombinieren, wie zum Beispiel jetzt, was weiß ich, Pellkartoffeln mit Butter oder Haferflocken mit einem Schuss Sahne oder man kann auch Reis mit Kokosöl anmachen, weil diese Fette dafür sorgen, dass die Glucose langsamer verstoffwechselt wird. Es gibt auch einen anderen Trick, resistente Stärke, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, wenn man jetzt Kohlenhydrate wie Kartoffeln, Reis, Nudeln kocht und die dann abkühlen lässt, dann wird ein Teil der Stärke in resistente Stärke umgewandelt. Das sind so circa 10%. Und zwar heißt das, dass der Dünndarm diese Stärke nicht mehr verdauen kann, also nicht mehr spalten kann in Glucose. Und so verringern wir sozusagen auch den Glucoseanteil, der dann im Blut landet. Das heißt also kochen, abkühlen lassen und dann wieder erwärmen, kann man ruhig dann machen. Aber dann ist so ein gewisser Prozentsatz an Stärke resistent. Also kann nicht mehr vom Körper verdaut werden. Die Petra sagt gerade mit der Porridge-Frage, Overnight Haferflocken, ich esse das erst ja frühestens um 12, da ich Intervallfasten mache und würde dann gegebenenfalls Porridge mit etwas Obst zurückgreifen. Ja, das ist genau die Sache. Das ist ein Punkt, den ich auch noch ansprechen möchte, können wir auch jetzt gerade machen. Die erste Mahlzeit ist beim Blutzucker die entscheidende. Egal, wann man sie einnimmt. Also ich meine, ihr wisst ja, Jens und ich betreiben auch Intervallfasten, aber letztendlich ist es ja egal, ob ich morgens um 7 was frühstücke oder mittags um 12 oder um 14 Uhr, die Auswirkungen auf den Blutzucker bleiben ja dann ähnlich. Und wenn ich da schon einen hohen Blutzuckeranstieg provoziere, dann kommt ja kurze Zeit in entsprechender Abfall und das ist einfach über den Tag schwerer zu handeln, als wenn ich jetzt zum Beispiel in der letzten Mahlzeit als Nachtisch dann noch Schokolade esse, weil ich ja dann auch ins Bett gehe und dann von diesen Blutzuckerschwankungen gar nichts mehr so mitkriege. Deshalb, also als erste Mahlzeit, und können das ja auch gerne mal vorziehen, da zeige ich euch mal Dinge, die ich empfehlen würde. Bei den Haferflocken mit dem Obst ist es halt so, es könnte halt übermäßig den Blutzucker hochsteigen lassen. Das hängt natürlich aber auch davon ab, wie deine Zellen bedürftig sind. Sag ich mal, du hast jetzt Intervallfasten gemacht. Das ist ja schon mal gut dafür, dass die Zellen genug Zeit hatten, die Glucose speichert, die Glykogenspeicher zu leeren. Und wenn du dann noch ein Training machst, dann sind die natürlich sehr leer und da die Glucose, die im Blut ankommt, kann ganz schnell wieder in die Glykogenspeicher in Muskeln und Leberzellen reingehen, sodass der Blutzucker nicht lange ansteigt und nicht hochgeht. Also man kann das nicht pauschalisieren, weil wenn jetzt jemand überhaupt keinen Bedarf hat, weil er vielleicht nicht lange genug eine Essenspause hatte und weil er sich nicht entsprechend genug bewegt hat, kann schon so ein Haferporridge mit Obst ausreichen, um den Blutzucker extrem zu erhöhen. Das ist dann wirklich eine individuelle Gelegenheit, weil ein Tipp für eine blutzuckerfreundliche Ernährung wäre auch, verdient euch
eure Kohlenhydrate durch Bewegung. Das hatten wir auch im Insulin-Webinar angesprochen. Also 30 Minuten Bewegung, zum Beispiel aber durch so ein hochintensives Intervalltraining, also schon durch eine körperliche Aktivität, die anstrengend ist, euch ein bisschen aus der Puste und ins Schwitzen bringt, die leert so in der Maßen die Glykogenspeicher, dass dann eine Mahlzeit hinterher eingenommen ganz anders verstoffwechselt werden würde, als wenn jemand nur am Schreibtisch sitzt und immer über Bedarf isst. Also wisst ihr, wie ich meine? Solche Tabellen, die ich euch eben auch vorgestellt habe mit dem glykämischen Last oder glykämischen Index, das sind nur Anhaltspunkte. Also man kann jetzt sagen, ach, in der Tabelle ist hier jetzt, das ist ja ein positiver Wert, also kann ich davon so viel essen, wie ich möchte. Es kommt immer auch auf die individuelle Situation an. Also gerade zum Beispiel, auch wenn ich schon eine Insulinresistenz habe, dann muss ich mit Kohlenhydraten ganz anders umgehen als jemand, der wirklich gesund ist, sich viel bewegt und sehr, sehr gut auf das Hormon Insulin anspricht. Aber ich stelle euch einfach mal vor, die Frühstücksvarianten, die ich empfehlen würde. Und zwar haben wir das auch, das ist auch Teil aus unserem Ernährungsprogramm. Da haben wir auch diese Rezepte alle aufgelistet, zum Beispiel ein Chia-Pudding mit Beeren. Petra, da siehst du schon, im Unterschied zum Haferflocken sind Chiasamen halt, ja, liefern halt ganz viele Ballaststoffe, die halt im Darm aufquellen und halt den Glukoseverwertung verlangsamen. Sie haben aber, liefern auch gute Öle, also gute Fettsäuren. Und sie senken den Blutzucker, helfen sogar bei einer Insulinresistenz und dann Beeren dazu, ne, als zuckerreduziertes Obst sozusagen. Man kann dann Schuhsahne oder Milch dazugeben. Hier ist auch das Rezept. Also jetzt wenn wir Milch benutzen, in der Regel Pflanzenmilch, dann halt Chiasamen, ein bisschen Vanille, Zimt und dann Obst. Man kann natürlich auch je nach Saison Pfirsich, Apfel, Melone, was halt, oder Papaya ist auch noch ein sehr zuckerarmes, leckeres Obst. Und du könntest ja zum Beispiel auch diese Haferflocken dann strecken mit Chiasamen, mit Nüssen, mit Hanfsamen. Aber wenn du jetzt eine sehr aktive Person bist, die eh schon eher zum Untergewicht neigt, die braucht vielleicht dann auch diese Haferflocken, um jetzt noch den Blutzuckerspiegel stabil zu halten. Es kommt auch auf den Neurotransmittertypen an, das haben wir ja auch schon öfter angesprochen. Es gibt Typen, die brauchen ein gewisses Maß an Kohlenhydrate, um sich wohlzufühlen, um nicht in den Unterzucker zu gefallen. Und andere Neurotransmittertypen können auch sehr gut mit einer kohlenhydratarmen Ernährung, und für die sind vielleicht Kohlenhydrate am Morgen sowieso schlecht, gerade halt Kohlenhydrate tagsüber, die jetzt gekocht sind, erhitzen. Haferflocken sind ja oft auch vorher erhitzt. Die regen halt den Parasympathikus an. Das ist der Teil vom Nervensystem, der für Entspannung und Erholung zuständig ist, den man eigentlich in unserer Welt eher erst am Abend so gebrauchen kann, wenn die Pflichten des Alltags schon erfüllt sind. Deshalb empfehlen mir allgemein gekochte Kohlenhydrate oder auch glukosehaltige Sachen, also die den Blutzuckerspiegel stark ansteigen lassen, erst so ab dem Nachmittag zu verwenden. Aber Petra, wenn dir diese Haferflocken gut tun, dann ess sie, und wirklich interessant wäre es mal, so ein Blutzuckermessgerät sich zuzulegen, um zu gucken, wie man individuell auf bestimmte Nahrungsmittel reagiert. Das ist sehr erhellend. Eine andere Möglichkeit, ich weiß, das mag nicht jeder, ist ein grüner Smoothie. Und jetzt sagen viele, also zur Zubereitung kommen ja noch, klar, dieses Mixen ist schon so eine Vorverdauung. Natürlich werden die Dinge schneller, gehen schneller ins Blut über, wenn sie schon als Smoothie vorbereitet sind, als wenn ich jetzt den Salat kauen würde. Aber so ein grüner Smoothie hat im Gegensatz zum Obstsmoothie einfach durch dieses viele Grün ganz, ganz viele Faserstoffe, also Ballaststoffe, die praktisch den Zucker aus dem Obst, den der grüne Smoothie auch beinhaltet, wirklich verzögern. Also der Blutzucker wird nach so einem grünen Smoothie, wenn er jetzt wirklich gut zubereitet ist, also viel Grünanteil hat und nicht zu viel Obst, wird der Blutzucker dadurch nicht stark beeinträchtigt. Es ist eine Mahlzeit, die liefert unheimlich viele Vitamine, Mineralien, Enzyme. Sie belastet aber auch nicht das Verdauungssystem so stark, also dass es jetzt auch nicht müde macht. Also mir finden gerade so ein grünes Smoothie zwischendurch als erste Mahlzeit einfach, ja, es macht satt, es macht zufrieden, aber es macht auch nicht so schwer im Magen. Ist aber eine Gewöhnungssache und nicht jeder mag das. Ich weiß, viele möchten auch was kauen. Wir machen manchmal, dass wir mal zum Beispiel eine schöne Mango oder eine leckere Papaya haben, dass wir die dann nicht mit in den Smoothie reinmixen, sondern nur in Stücke schneiden und dann den Smoothie dann auch löffeln und kauen. So hat man dann auch was für die Zähne sozusagen, für jeden, der gerne was zum Kauen hat. Und man soll ja so ein Smoothie eh nicht runterschütten, sondern auch gut einspeicheln, was ja dann auch wieder die Nährstoffverwertung extrem
ja, begünstigt. Wir hatten auch mal ein Webinar gemacht, die Basics für eine gesunde Ernährung. Da haben wir auch Tipps zusammengestellt, wie man mehr Nährstoffe, also Vitalstoffe aus seiner Nahrung ziehen kann, ohne inhaltlich was zu verändern. Da spielt auch der Darm und intermittierendes Fasten eine große Rolle. Könnt ihr auch mal reingucken. Dann natürlich auch Rührei. Das muss nicht vegan sein, hier mal jetzt ein Veganer stehen. Das ist eine sehr gute Mahlzeit als erste, also als Frühstück sozusagen, egal wann man es zu sich nimmt, weil es einfach, wenn man es noch mit Fetten zubereitet, extrem wenig Kohlenhydrate liefert, also den Blutzuckerspiegel nicht so hoch ansteigen lässt. Man kann es mit Tofu machen, man kann es auch mit Tempeh machen. Es macht lange satt, also gerade Eiweiß hat auch einen sehr sättigenden Faktor, wenn man es dann mit schönem Kokosöl anbrät und dann noch ein bisschen Sahne reinmacht, sich mit Gemüse streckt, mit Tomaten, Avocado, wer jetzt kein Vegetarier ist, mit Speck vielleicht. Also es ist eine sehr blutzuckerfreundliche Mahlzeit, die sehr gut auch als erste Mahlzeit des Tages ja, geeignet ist. Genau, Zwiebel darf man dich empfehlen und Kurkuma und so ein Schwefelsalz, wenn man sich ein veganes Rührei macht, damit so ein bisschen der Eigeschmack rauskommt, auch sehr, sehr zu empfehlen. Und als viertes, was für viele auch gewöhnungsbedürftig ist, aber nach einer gewissen Umstellungszeit wirklich gar kein Problem ist und was ich auch allen bei der Zuckerentwöhnung empfehle, ist ein Frühstück oder eine erste Mahlzeit, wenn man mal so auch einnimmt, aus gedämpftem Gemüse. Gerade zum Beispiel Brokkoli und Blumenkohl, das Gemix, das geht schnell, man schneidet einfach nur die Röschen, lässt es kurz im Wasser andünsten und ich habe mir dann immer so ein Sößchen aus Senf und Erdnussöl oder aus Mandelmus gemacht und das dann nur drüber. Ich sage euch Leute, das ist ein purer Genuss, dann noch Pfeffer und Salz dazu. Und wenn man sich nur entwöhnt hat von diesem süßen Frühstück und ich habe immer nur Nutella-Brote gegessen, also so bis zu meinem 18. Lebensjahr oder so, oder ein Schokomüsli. Und es war echt ein harter Umstieg für mich von diesem morgens süß zu was Deftigen hin. Aber das ist nachher so viel befriedigender und ich kann euch das wirklich nur empfehlen, eine Zeit lang auszuprobieren und das macht auch einfach sehr, sehr lange satt. Also das ist einfach ganz andere Wirkung als ja, Brot oder ein Müsli zum Frühstück. Aber ich weiß, das muss man erst mal ausprobieren. Die Petra, super, okay, hat ja so weitergeholfen, Hinweise. Sie ist von 7 bis 18 Uhr bei der Arbeit. Sie ist Diabetikerin, Typ 2, nicht insulinpflichtig, das ist schon mal sehr gut, und habe leider schon seit meiner Kindheit mit Übergewicht zu kämpfen. Ja, Petra, dann gerade für dich könnte es wirklich von Vorteil sein, mal die erste Mahlzeit auszutauschen. Du müsstest du jetzt gar nicht ganz auf deine Haferflocken verzichten, sondern du könntest ja, wenn du jetzt sagst, das ist für mich einfach ein Genuss und Porridge, du könntest das ja auch abends als letzte Mahlzeit essen. Und du könntest wirklich mal versuchen, wenn du dir so gedämpftes Gemüse mit in die Tupperdose machst. Also ich hatte nie Probleme damit, Dinge auch kalt zu essen. Das ist natürlich auch Geschmackssache. Vielleicht habt ihr da auch eine Möglichkeit, euch das nochmal warm zu machen, obwohl ich natürlich Mikrowelle aus anderen Gründen nicht so empfehlen kann. Aber vielleicht gibt es ja da eine andere Möglichkeit und einfach mehr mit gesunden Fetten arbeiten. Gerade auch für den Blutzuckerspiegel stabil zu halten, ist nämlich ein anderer Tipp. Intermittierendes Fasten und mehr Fett in die Ernährung reinbringen. Das hört sich jetzt vielleicht paradox an, aber es ist halt so, dass normalerweise unser Energiebedarf, wenn man jetzt im Alltag keine sportlichen Aktivitäten macht, so ganz normal lebt, also so was seine Sachen macht, die man halt normal macht, einen Hund spazieren geht, Kind in den Kindergarten bringt, ein bisschen Haushalt, am Computer arbeitet. 70% des Energiebedarfs würden eigentlich bei einem normalen, gesunden Stoffwechsel über Fettsäuren zur Verfügung gestellt werden und gar nicht über Glucose. Und hier ist das Problem, dass das heute schon gar nicht mehr normal ist, weil wir einfach ständig Glucose essen. Und ich hatte es ja eben schon mal gesagt, Glucose kann der Körper sehr leicht in Energie umwandeln. Er braucht dazu weniger Sauerstoff als Fettsäuren umzuwandeln. Und solange er die Glykogenspeicher gut gefüllt hat oder wir ständig Nachschub liefern, braucht er das gar nicht aus Fettsäuren zu machen. Und dann haben wir aber immer gleich diesen Blutzuckeranstieg und nochmal Abfall. Und er ist aber eigentlich in der Lage, unser Körper über Fettsäuren auch den Blutzucker in einem gewissen Niveau, das gesund ist und total ausreicht, um uns leistungs- und konzentrationsfähig zu machen, ja, einzupendeln. Und das verlernen wir aber durch die heutige Ernährungsweise und fühlen uns dann alle 2 bis 3 Stunden hungrig, bekommen Heißhunger, Gelüste, werden
schlecht gelaunt. Also ich bin zum Beispiel ein Typ, der wurde dann immer leicht gereizt. Auch meine Mutter, von der kenne ich das sehr gut. Die musste nach dem Frühstück direkt dann, was weiß ich, um 11 dann was Nächstes essen und dann um 1 Uhr das Mittagessen und dann braucht man ein Stück Kuchen. Und sonst wurde die immer auch gleich sehr ungemütlich. Und das ist einfach, wenn der Körper verlernt hat, seine Alltagsenergie, wenn es jetzt nicht gerade hochkörperlich anstrengende Tätigkeiten sind, weil dann braucht der Körper wirklich lieber Glukose, kann er das normal selbst machen. Und intermittierendes Fasten, also dadurch, dass man dann täglich einfach nur längere Phasen ohne Nahrung hat, gewöhnen den Körper nochmal daran, dass er aus seinen Fettsäuren die Energie gewinnt und dann auch seinen Blutzucker ganz eigenständig, ganz stabil in diesen gesunden Grenzen hält. Und das kann gerade bei jemand, der einen Vordiabetes hat, also noch nicht insulinpflichtig ist, innerhalb von Wochen diese prädiabetische Lage wieder rückgängig machen oder auch eine kohlenhydratreduzierte Ernährung, vielleicht sogar kombiniert mit diesem intermittierenden Fasten, hilft einfach nur, dass der Blutzuckerspiegel über längere Zeiträume nicht durch Nahrung getriggert wird. Und da kann der Körper am schnellsten wieder in seine Balance finden und eine wirklich sinnvolle Vorgehensweise wäre da einfach nur 14 bis 18 Stunden am Tag zu fasten, also intermittierendes Fasten zu praktizieren und in den ersten Mahlzeiten auf ja, kohlenhydratreduzierte Kombinationen zu achten und nur in der letzten Mahlzeit gekochte Kohlenhydratquellen, wie zum Beispiel Kartoffeln, Quinoa, Amaranth, Hirse oder Haferflocken, ne, darauf dann zurückzugreifen. Und wenn man dann gleichzeitig noch mehr gesunde Fettquellen einbaut, wie Kokosöl, Weidemilchbutter oder auch Hanfsamen, Nüsse, wer Milchprodukte verträgt und die gerne isst, Sahne, Käse, ach Eier kann man mit einbauen, ist jetzt zwar keine Fettquelle, aber hat auch ein gutes Eiweiß und hat trotzdem wertvolle Fettsäuren in dem Eigelb drin. Der befriedigt seine Zellen auf eine ganz andere Weise, weil wir müssen nur diese Angst vor diesem Fett verlieren. Fette sind lebensnotwendig. Die Zellmembran, also die Hülle um die Zelle herum, die besteht vorwiegend aus gesättigten Fettsäuren. Und die bestimmt ja auch die Durchlässigkeit, also wie gut die Mineralstoffe, Vitamine, die Glucose aus dem Blut, also die Nährstoffe aus dem Blut in die Zellen geschleust werden können, hängt extrem von der Beschaffenheit dieser Zellmembran ab. Und hochwertige Fette können dort oder sind essentiell wichtig, dass diese Membran und diese Durchlässigkeit vom Blut in die Zelle und auch rückwirkend die Giftstoffe, die Abfallstoffe aus der Zelle raus, wieder in die Lymphe, ins Blutsystem, damit sie abtransportiert werden können. Also gute Fette sind dafür einfach essentiell wichtig und schlechte Fette, also Transfette, das sind künstlich gehärtete Fetten, wie sie vor allem früher in Margarine waren, aber auch in Backwaren, in allem Frittierten vorkommen, die sind einfach extrem schädlich. Auch diese AGEs, die ich euch eben genannt habe, die durch sehr hohe Blutzuckerspitzen entstehen, die machen ja auch die Blutgefäße kaputt. Die entstehen übrigens auch beim Frittieren, weil ich gerade Frittieren erwähnt habe, bei allem, was hoch erhitzt wird, bei gebacktem, frittiertem, Pommes, Chips, ne? Das ist immer ganz schlecht, weil da auch diese AGEs drin sind, unabhängig davon, ob jetzt da Glucose drin ist, sondern auch durch gebratenes Fleisch, gegrilltes Fleisch. Also das hat auch dieser, ja, AGEs, die geliefert werden. Ich gehe noch mal gerade hier hoch, da haben wir noch ein paar Kommentare gehabt. Und zwar, Conchirico sagt, Conchirico hat mal beim Jens Neurotransmitter-Beratung gehabt und hat jetzt schon etliche Kilos, ich glaube schon über 30 Conchirico, ne, korrigiere mich, wenn es falsch ist, abgenommen. Und sie sagt gerade, sie macht sich Brokkoli gedünstet, in Olivenöl geschwenkt und mischt ihn mit jeweils 35 Gramm gerösteten Sonnenblumen und Kürbiskernen. Da bekomme ich gleich Hunger. Und danach noch ein letzter Schutz, hochwertiges Olivenöl, himmlisch. Ich kann es nur als erste Mahlzeit des Tages empfehlen. Salz und Pfeffer natürlich nicht vergessen. Conchirico, hervorragend. Noch ein Mini-Mini-Tipp. Mir würden Olivenöl, also roh, also über Kaltspeisen, Salat oder wie du sagst, nachher drüber, super, können wir auch sehr empfehlen. Aber wenn es ein hochwertiges Olivenöl ist, ist es nicht ganz so hitzebeständig wie zum Beispiel Kokosöl oder ach, Ghee oder Schmalz. Also zum Erhitzen würden wir nur Kokosöl verwenden, aber ne, das nur als ganz minimaler Hinweis. Olivenöl ist auch eine sehr gute Fettquelle. Ach, wenn man jetzt, sage ich mal, gerade als prädiabetisch schau oder wenn man komplett seine Kohlenhydrate eh reduzieren will, mehr Fette integrieren will, sehr zu empfehlen. Petra hatte ich auch schon was gefragt. Ich glaube, Contrigo hat auch schon geantwortet. Und zwar, isst du es warm oder kalt? Kannst du es auch kalt empfehlen? Hört sich lecker an. Und Contrigo sagt, es hält lange satt,
Die ist es warm, kann sich aber auch vorstellen, dass es kalt gut schmeckt. Kann ich mir also, wie gesagt, auch gut vorstellen. Ich esse solche Dinge auch kalt und ich bin halt auch ich sag nur, in Sachen Kochen ziemlich bequem und faul und mache dann lieber auf einem Mal. Also, wenn ich jetzt so einen Kopf Brokkoli und einen Kopf Blumenkohl habe, dann mache ich mir das alles, dämpfe mir das und bereite mir das und hole mir das dann im Kühlschrank so raus, wie ich das halt brauche. Oder lasse es dann halt einfach bei Zimmertemperatur ein paar Stunden stehen oder schwenke es dann noch mal ein bisschen mit Kokosöl an. Und ja, das geht auch schnell und schmeckt super lecker. Vielen Dank, Conchirico, für den Tipp. Und ich glaube, Petra hat sich da auch schon sehr inspiriert. Inspiriert. Kommen wir noch mal also zu den Lebensmittelgruppen, hatte ich euch ja eben schon mal gesagt. Also Nüsse, Fette geht, ne? Tierische Produkte, bei Joghurt und Milch aufpassen, dass sie nicht gesüßt sind, ist alles super. Kommen wir mal zur Zubereitung. Also lieber immer das Ganze und nicht hochverarbeitet. Also wie gesagt, lieber die ganze Frucht und nicht die getrocknete oder den Saft. Lieber nicht den Smoothie, lieber wieder das Ganze. Lieber die Kartoffeln festgekocht als Püree. Die Nudeln, ach lieber al dente als ganz weich gekocht. Also ihr könnt euch immer vorstellen, dass jede Art der Verarbeitung ja auch ein Verdauungsschritt ist, der unserem System abgenommen wird. Und je mehr schon die Vorverdauung durch unsere Zubereitung stattgefunden hat, umso schneller wird die Glukose freigesetzt und kann ins Blut gehen. Wenn ihr das dann aber dann noch mit Fetten kombiniert, mit Ballaststoffen kombiniert, da habt ihr doch schon viele Punkte, an denen ihr ja, ansetzen könnt. Was aber viele auch nicht wissen, zwar hat Eiweiß, also Aminosäuren, keinen Einfluss auf den Blutzucker, aber bestimmte Aminosäuren, gerade wie sie in Fleisch und in Milchprodukten vorkommen, lassen auch den Insulinspiegel relativ schnell und hoch ansteigen. Das hatten wir ja auch in dem Insulin-Webinar schon mal angesprochen. Das verlinke ich euch hier oben auch nochmal oder unten in der Videobeschreibung. Und das ist halt so, dass je mehr Insulin bei einer Mahlzeit ausgeschüttet wird, umso stärker wird ja auch der Blutzucker, also geht ja auch der Zucker aus dem Blut in die Zellen. Und umso stärker kann der Blutzucker im Anschluss an eine Mahlzeit fallen. Das heißt also, wenn man jetzt insulinogene Nahrungsmittel, so nennt man das, in großer Menge isst zu einer Mahlzeit, kann auch das einen starken Blutzuckerabfall zur Folge haben, was dann hier nochmal den Heißhunger, die Müdigkeit, die Unkonzentriertheit antriggern kann. Und von daher wäre es auch sinnvoll, wenn man Insulinspitzen meidet für eine blutzuckerfreundliche Ernährung. Und da allen voran sind halt die Aminosäuren aus Fleisch und Milchprodukten zu nennen. Allerdings am allerschlimmsten ist das immer, wenn man das kombiniert. Schnell ins Blut flutende Aminosäuren mit schnell ins Blut flutenden Kohlenhydraten, also Glukosemolekülen. Und das sind so die typischen Kombinationen. Pommes mit einer Fleischbeilage oder Hamburger, ja, oder Hamburger mit Pommes, genau, aber auch schon der Hamburger an sich mit diesem Weißbrot und dem Fleisch oder ein Milchkaffee mit Zucker, ein Fruchtjoghurt, also ein gesüßter Fruchtjoghurt. Da gibt es halt viele ungünstige Kombinationen, die man einfach trennen kann. Man kann sozusagen eine blutzuckerfreundliche Trennkost oder eine insulinfreundliche Trennkost machen, indem man also tierische Produkte mit Gemüse kombiniert oder Kohlenhydrate mit Gemüse kombiniert. Aber jetzt dann zum Beispiel nicht Spaghetti Bolognese isst, sondern eher Spaghetti mit ein bisschen hochwertigem Fett, was ja dann schon die Glukoseverdauung verzögert und ganz viel Gemüse. Oder ein Steak. Nicht mit Kartoffeln, sondern auch mit Gemüse und einem Salat. Und das sind, ich weiß, das ist entgegen unseren Gewohnheiten, aber Gewohnheiten lassen sich auch ändern und neue Gewohnheiten lassen sich ausbilden, sodass man dann ganz schnell schon gar nichts mehr vermisst. Genau, ich gebe euch hier nochmal was frei. Ah, es ist immer so gemein, wenn die Sachen nicht da sind, wo ich sie brauche. Ah, hier haben wir es ja. Genau. Und, ach so, zum Süßen, das hatte ich noch nicht erwähnt. Also jetzt anstatt jetzt Zucker nutzen, könnt ihr natürlich Stevia, ist unser Favorit. Ein bisschen Xylit oder Erythrit geht mit Sicherheit auch. Aber das lässt halt dann den Blutzucker in der Regel nicht ansteigen. Gucke ich mal, was wir noch haben. Genau, Gemüse als Ernährungsbasis. Das ist auch noch so ein Tipp, den ich euch mit ans Herz geben kann. Also anstatt Getreide, wenn man da einfach Gemüse nicht mehr als Beilage betrachtet, sondern das als Hauptzutat, da kann man langfristig sehr, sehr viel mit seinem Blutzucker Positives bewirken. Salate, Sprossen, Wildkräuter.
das einfach immer mehr schrittweise in die Ernährung integrieren. Das zahlt sich langfristig extrem aus, auch in Bezug auf Vitalstoffe. Und hab keine Angst vor frischem Obst. Also da lässt man sich so oft so Kürre machen, obwohl das einfach, das ist ein natürliches Nahrungsmittel. Wenn ihr da auf eine gute Qualität achtet und auf alte Ursorten vielleicht, bekommen wir immer mehr in Bioläden und da könnt ihr nichts so falsch machen. Ah ja, genau, etwas, was ich nicht erwähnt hatte, war Zimt. Also Zimt senkt den Blutzucker, weil es dazu führt, dass die Mahlzeiten länger im Magen verweilen. Und es hat auch einen Stoff, das nennt man MHCP. Ich kann das gar nicht, Methylhydroxycalconepolymer, kann ich gar nicht richtig aussprechen. Das soll auch eine insulinähnliche Wirkung haben. Also wenn man sich zum Beispiel gerade zu Süßspeisen immer, ja, die mit einer Prise Zimt verfeinert, hat das auch schon mal eine sehr günstige Wirkung. Fermentierte Nahrungsmittel hatte ich eben auch noch mit erwähnt. Und zwar bei der Fermentation wird ja auch die Stärke und der Zucker in Milchsäure umgewandelt, sodass der Zuckergehalt reduziert ist. Also das ist auch zum Beispiel, kann man so aus Wurzelgemüse noch zuckerärmeres Gemüse machen. Und das kann man ja dann auch unbedacht zu sich nehmen, wenn man jetzt da mit seinem Blutzucker drauf achten möchte. Genau, resistente Stärke hatte ich ja schon gesagt. Insulinspitzen meiden, ganz genau. Die erste Mahlzeit ist entscheidend. Da gibt es auch noch mal eine Tabelle. Die ist jetzt aus meinem Buch raus aus der Zuckerfalle. Auch hier findet ihr halt auch ganz viele Tipps für eine blutzuckerfreundliche Ernährung, weil ihr diese Blutzuckerschwankungen gerade bei einem Zuckersüchtigen auch mit das Zuckermonster triggern. Also auch hier gibt es viele Informationen, auch mit dem intermittierenden Fasten, die gesunden Fette, die einfach gerade extrem wichtig sind für eine zelluläre Sättigung, also für so eine tiefgehende Befriedigung der Zellen, sodass sie nicht ständig nur ja, noch irgendwas gelüsten müssen. Und von daher, da sind auch sehr gute Ernährungstipps nochmal drin. Aber wie gesagt, wenn ihr euch jetzt eher für allgemein für die Basics von der gesunden Ernährung interessiert, würde ich euch auch wirklich dieses 6 Wochen Online-Ernährungsprogramm empfehlen. Das findet ihr auf unserer Internetseite. Da bekommt ihr jede Woche so einen Lehrbrief zugeschickt, plus 2 Zwischen-E-Mails. Und da, wenn ihr die 6 Wochen durchgemacht habt, ich glaube, da geht es in der ersten Woche um, wie kann ich meine Ernährung, ohne dass ich inhaltlich was verändere, mehr Nährstoffe rausziehen, dann haben wir eine Woche zu Kohlenhydrate, eine zu Eiweiß, eine zu Fette, wo einfach mit den größten Mythen aufgeräumt wird. Dann gibt es auch noch eine Woche Insulin und intermittierendes Fasten, weil das einfach für uns so die Basics von einer gesunden Ernährung sind. Genau, dann hatte ich ja schon erwähnt, Intervallfasten, interessanterweise auch für einen stabilen Blutzucker, weil je mehr der Körper lernt, seinen Blutzucker wieder selbstständig, ohne dauernd irgendwie von fremd zugeführter Glukose über Nahrung stabil zu halten, umso besser ist das für uns, also für unsere Gesundheit. Da kann sich wieder alles regulieren, nicht nur der Blutzucker, sondern alle Blutwerte verbessern sich dadurch wieder. Genau, ich hatte ja schon mal gesagt, Kohlenhydrate verdienen durch Bewegung. Das ist ein ganz essentieller Punkt, der viel zu viel unterschätzt wird. Also da hatten wir, glaube ich, im Insulin-Webinar einen Versuch angesprochen. Und zwar, ich glaube, gesunde Studenten, also die waren gesund und jung, die haben sich für 7 Tage so einen Versuch ja, mitgemacht, die durften sich gar nicht bewegen, die hatten 7 Tage Bettruhe, also gar nicht mehr die Muskeln bewegt und die hatten danach eine krasse Insulinresistenz entwickelt. Also, und wie gesagt, mit einer Insulinresistenz bleibt auch der Blutzucker länger hoch, weil ja der Blutzucker durch dieses Hormon Insulin dann nicht mehr in die Zellen geschleust wird. Also eine Insulinresistenz ist eigentlich mit so der Hauptübeltäter für hohe Blutzuckerwerte und da gelten also praktisch für eine blutzuckerfreundliche Ernährung auch alles, was wir damals mit der Insulinresistenz gesagt haben. Deshalb noch 2 Punkte. Das mit dem Stress, chronischer Stress, der setzt ja auch Cortisol frei und dadurch wird Blutzucker freigesetzt, weil früher zu Urzeiten Stress eigentlich immer eine Lebensgefahr ja, mit sich gebracht hat. Also entweder hat, man sagte, ja, dieser Säbelzahntiger, der hat uns dann bedroht und wir mussten flüchten oder wir mussten kämpfen. Und dazu waren unsere Muskeln nötig, aber auch unser Gehirn, um die richtige Entscheidung zu treffen, kämpfen oder flüchten. Und deshalb wird halt bei Stress ganz viel Zucker auch freigesetzt, also Blutzucker steigt dann und soll halt dann die Muskeln und das Gehirn versorgen, damit wir halt kämpfen oder flüchten können. Das Problem heute ist, unser Körper kann nicht unterscheiden zwischen lebensbedrohlichem Stress und dem modernen Stress von heute, der in der Regel
mit lebensbedrohlich ist, wenn das unangenehm ist, wenn man Ärger auf der Arbeit hat oder in der Familie und unser Körper reagiert gleich und müsste sich eigentlich bewegen. Bei Stress muss man sich eigentlich bewegen, damit dieser Blutzucker nicht ständig erhöht bleibt. Weil wenn man sich dann überlegt, man ernährt sich ungünstig, also mit zu vielen Kalorien und vor allem zu vielen Kohlenhydraten und bewegt sich zu wenig und hat dann noch Stress, also der Blutzucker steigt dann noch extern durch den Stress, dann ist das somit das Ungesündeste, was uns so passieren kann. Vor allem, wenn es wie heute ist, dass dieser Stress hier nicht gelöst wird und dann chronisch wird. Also wenn wir uns jeden Tag unwohl fühlen, wenn wir zur Arbeit gehen oder unterschwellige Konflikte haben im Zwischenmenschlichen, die uns eigentlich immer begleiten, dann ist auch das für unseren Blutzucker ziemlich ungünstig. Und nach hier muss dann jeder nochmal gucken, wo sind die Hauptstressfaktoren? Ich meine, auch digitale Reizüberflutung, es sprechen wir auch immer wieder an, weil es halt einfach auch zu einem extremen Stresspotenzial ist oder zu wenig Schlaf, zu schlechter Schlaf, Elektrogeräte, WLAN im Haus. Also haben ja immer ausgeschaltet. Wir benutzen überhaupt gar kein WLAN. Wir haben immer nur mit Kabelinternet. Man kann solche Sachen installieren oder in Blaulichtfilter am Computer. Den haben wir auch, weil Blaulicht halt auch Stress ist für die Augen. Und auch gerade abends verhindert, dass der Melatonin gebildet wird und man wirklich müde wird und gut schlafen kann. Und solche Dinge hören sich immer gleich, oh Gott, was soll ich alles nur mein Leben ändern? Aber das haben wir nicht alles auf einmal geändert, sondern schrittweise über die letzten Jahre hinweg. Und von daher ist alles machbar. Man fängt da an, wo es bei einem das größte Problem gibt oder wo es einem auch am leichtesten fällt. Also man kann ja von verschiedenen Seiten rangehen. Und ja, oh, danke Conte Rico. Sie sagt nochmal hier, das Coaching mit Jens hat ja extrem geholfen. Ach schön. Also freut uns wirklich sehr, Conte Rico. Und sie fragt auch, ob es die Rezepte im Buch gibt. Also in diesem Buch, also ihr könnt jetzt noch eure Fragen stellen. Ich habe sonst so alles soweit durch, noch mit Kaffee. Stimmt, das wollte ich noch sagen. Kaffee ist ja Koffein drin, das bei sehr sensiblen Menschen auch eine Stressreaktion triggern kann. Also dann wird dann auch viel Cortisol ausgeschüttet, was dann wieder zu einem Blutzuckeranstieg führen kann. Aber jemand, der robust ist oder auch ein bestimmter Neurotransmitter-Typ, der kann das gut verkraften. Ach, hier empfiehlt es sich zum Beispiel, ein Blutzuckermessgerät zu haben und zu gucken, reagiere ich auf nüchternen Magen, wenn ich eine Tasse Kaffee trinke mit meinem Blutzucker oder nicht? Und wenn ja, wie stark? Also bei Kaffee kann man es auch nicht verallgemeinern, ob es einen starken Einfluss auf den Blutzucker hat. Also hier in diesem Buch, bei Raus aus der Zuckerfalle, gibt es nur ein paar Rezepte und die sind alle süß. Also die sind alle als Ersatz für Zucker, aber in dem Ernährungsteil erwähnen wir immer wieder zum Beispiel auch dieses Flohsamenbrot und verlinken dann, also geben dann Hinweise, wo man die Rezepte finden kann. Aber deftige Rezepte gibt es nicht. Ich habe euch hier noch ein paar auf unserer Seite rausgesucht. Und zwar, was haben wir hier? Hier haben wir genau Mungbohnen. Gekeimte Mungbohnen sind zum Beispiel ein super Ersatz für eine kohlenhydratereiche Beilage wie Reis, Kartoffeln oder Nudeln. Wenn man die keimen lässt, die bekommen extremes Volumen und wenn man die dann kocht oder mit Gemüse zubereitet, dann haben die so eine richtig gute Konsistenz. Es macht super, also es hat einen super Geschmack, es macht super satt. Und ja, und das mit Gemüse. Hier haben wir, glaube ich, eine Erdnusscreme dabei. Also da sind Rezepte Conte Rico auch zum Beispiel auf unserer Seite. Im Ernährungsprogramm verlinken wir die euch in der Regel. Die Frühstücksrezepte sind auch da enthalten in einer extra PDF. Zum Beispiel hier, ihr könnt diese Mungbohnen ankeimen, dann mit Möhren, Zucchini, Zwiebeln, Knoblauch, mit Curry zubereiten. Was haben wir hier noch? Ach, Rezepte auf unserer Seite. Da könnt ihr danach googeln, hatte ich aber euch auch hier. Kann man auch gleich mal nochmal raussuchen. Hier zum Beispiel rohköstliche Zucchini-Spaghetti. Die müssen auch nicht unbedingt rohköstlich sein. Die sind jetzt aus einer Phase, wo ich halt nur reine Rohkost gemacht habe. Es gibt da so Spiralschneider. Damit kann man Zucchini, Gurken oder auch Möhren in wie Spaghetti-ähnliche Fäden zerteilen und die kann man auch andünsten. Und dann hat man eine ganz kohlenhydratarme Alternative für herkömmliche Spaghettis. Und die schmecken, wenn die Soße passt, schmeckt das einfach genüsslich und gerade im Sommer, wenn es vielleicht extrem warm ist, ist das auch eine erfrischende Alternative. Und wie gesagt, ihr könnt die aber auch 2, 3 Minuten im Wasser kochen wie Spaghetti und habt dann auch eine gedünstete Form. Ihr müsst sie nicht rohköstlich machen und dazu einfach eine gute Soße, wie ihr sie sonst auch kennt. Es ist einfach herrlich,
und super lecker. Und natürlich am Anfang, das sättigt nicht so, wie man das kennt von Getreideprodukten. Aber auch das ist eine Gewöhnung und ihr könnt ihr danach ergänzen mit hochwertigen Fetten oder Rohkostcrackern, die man auch aus Leinsamen, Flohsamen, Mandeln selber machen kann. Und ihr habt auch, was wir auch mal gemacht haben, ach super lecker ist, das kann man entweder als Rohkostcracker machen, dieser Boden, oder aber auch als ein Pizzaboden. Und zwar haben wir hier Mandeln, Sonnenblumenkerne, Leinsamen, dann Gewürze nach Belieben und Wasser. Das kann man auch alles vermahlen und dann zu einem Teig ausformen und daraus sich dann wie eine Pizzaboden und den dann belegen, wie man es kennt, ob man den dann wieder in den Ofen schiebt. Ich meine, das war auch wieder, glaube ich, Rohkost. Das kann man ja dann immer so abwandeln, wie man das braucht. Findet ihr auf unserer Seite, wenn ihr da auf den Blog geht, unter Rezepte findet ihr das alles. Und man kann aber auch, ich glaube, wir haben sogar auch mal einen Pizzaboden aus Blumenkohl gemacht, den kann man auch raspeln, daraus kann man sich auch eine Reisalternative machen. Es gibt so viele Möglichkeiten oder es gibt ja auch jetzt diese Algennudeln, die man ja auch kaufen kann nach dem Internet oder auch im Bioladen, die extrem kohlenhydratarm sind, die aus so einer Wurzel sind, die auch nur eine resistente Stärke enthält, ist jetzt nicht so super lecker, aber macht satt und man hat auch das Gefühl, man isst Nudeln. Ja, sieht alles so lecker aus, sagt Conchirico. Ja, ist es ja auch. Wir werden gleich Abendessen machen. Ja, wir essen jetzt gleich das erste Mal. Wir haben schon eben einen Kaffee mit ein bisschen Sahne getrunken. Genau. Und ja, wenn ihr dann keine Fragen mehr habt, dann würde ich einfach noch mal kurz zusammenfassen. Achtet darauf, dass ihr nicht immer nur Kohlenhydrate isst. Wenn dann Kohlenhydrate, dann in ganzer Form, also in ihrem Verbund mit den natürlichen Begleitstoffen, also an die Ballaststoffe gebunden, an die Mineralien, die Vitamine. Also lieber ein Vollkornprodukt als ein Weizenprodukt. Wobei hier nochmal der Hinweis: Vollkornprodukte, wenn nur frisch gemahlen, experimentiert mit neuen Nahrungsmitteln, die ich gerade eben alle erwähnt habe. Ja, erhöht den Anteil an gesunden Fetten in der Ernährung. Wenn ihr Kohlenhydrate esst, kombiniert die auch mit Fetten, weil diese auch den Blutzuckeranstieg verlangsamen. Achtet auf die Insulinausschüttung. Also, ja, macht eine insulinfreundliche Kombination. Achtet auf die Zubereitung. Kocht nicht immer bis zum Ende, sondern macht es lieber ein bisschen bissfest alles und verdient euch die Kohlenhydrate durch Bewegung. Achtet auf euren Stresslevel und ja. Und dann könnt ihr euren Blutzucker ganz, ja, ganz genüsslich in guten Grenzen halten, ohne da auf Geschmack zu verzichten. Macht intermittierendes Fasten und ja. Ich hoffe, ihr hattet hier ein paar Anregungen und vielen Dank, dass ihr da wart. Und vielleicht bis zur nächsten Woche. Ich glaube, da geht es um fermentierte Nahrungsmittel und dann, glaube ich, um Zuckerentzugssymptome. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch und wünsche euch noch einen schönen Nachmittag.